Willkommen zurück zu Stalker Clearsky. Übernimm zusammen mit dem Banditen den Flohmarkt. Der ist da hinten war. Töte die Müllgräber aus dem Flohmarkt und den anderen, eine Lektion zu erteilen und vergewissere dich, dass einer der Banditen dort als Wache zurückbleibt. Das ist doch kein Problem. Dann machen wir das mal. So, was hast du geschwind? Oh ja, der kann ich immer gebrauchen. Ja, da ist schon richtig zur Sache, sehr schön. Speichern. So, erstmal gucken, was hier Feind ist, ey. Boah, was sind hier Gegner, ey? О, берем его тепленького. Твою Also ihr weiß ja nicht, was Gegner und was Feind ist, ey. Ein bisschen schwierig. Na komm, zeig dich. Na komm, wo ist das? Na komm, lad nach. Doch richtig, ey. Ah, fand ich schon schwer. Du hast also die Typen auf dem Flohmarkt ausgeschaltet. Du bist ein echter Kerl, Freundchen. Und aus Yogas Mund heißt das was. Weiter so. Wie immer hat Dorf deinen Anteil. So, jetzt kann ich mir endlich die Scheißbelohnung abholen, ey. Boah, geil, ey. War ja krass, ey. Ja, ich hab ja gesagt, ey, die tierische ist so Sache, ey. Mit durchrennen, ey, könnt ihr vergessen, ey. Hab da keine Chance, ey. Ah, war nichts drin, ey, okay. Dann holen wir mal unsere Belohnung. Oh Mann.
Söldner, sehr geil. Oh, mal gucken, was die haben hier für mich. Was hast du da, Söhnchen? Zeig. Also, wie sieht's aus mit deiner Beute? Ich bin hier, um meine Belohnung für das Säubern des Flohmarkts abzuholen. Oh ja, ich erinnere mich später. Meinst du nicht, dass so ein großer Shop etwas mehr wert ist? Das habe ich nicht zu entscheiden. Ich habe dir das bezahlt, was der Boss mir gesagt hat. Hab nichts davon eingesteckt. Du hast allerdings recht, Yoga war diesmal nicht gerade großzügig. Weißt du was? Geh einfach zu ihm. Die Jungs wissen, dass du in den Arsch aufgerissen hast. Wenn der Boss nicht wie ein Geizhals dastehen will, sollte er also noch ein bisschen was drauflegen. Nichts dabei? Einerlei. Okay, dann geht mal zu denen hin. Welchen Prachtjungen. Bist du geschäftlich hier oder um eine deiner Respekte zu erweisen? Glaubst du, die Belohnung für meinen letzten Job ist da, die ist dem Risiko wirklich angemessen? Das glaube ich nicht nur. Ich weiß es, kapiert, okay. Okay, du bist doch nicht so ein kleiner Pisser, wie ich zuerst dachte. Ich werde dir also von einem kleinen Versteck erzählen. Dort habe ich vor der letzten Emission den großen, meine ich, eine besondere Knarre versteckt. Nach der Emission war die ganze Gegend voller Anomalien, wobei ich einem Typen begegnet bin, der meinte, es wären keine Anomalien, sondern Monster. Wie dem auch sei, da hinzukommen wird nicht einfach, aber wenn du Lust auf einen kleinen Spaziergang hast, gebe ich dir die Koordinaten. Das Risiko lohnt sich auf jeden Fall. Okay, wir werden sehen. Und kann ich jetzt beitreten? Nimmst du mich auf? Du hast den Job erledigt und zwar gut, zu gut. Wenn's zu glatt funktioniert, werde ich misstrauisch. Wie wär's denn, wenn du noch etwas in der Zone rumwanderst, während ich deinen Hintergrund checke? Wenn du wirklich sauer bist, schicke ich dir eine Nachricht auf dein PDA. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ja, werde kommen. Was also? Wie sieht's aus mit deiner Beute? Hast du etwas für mich? Hast du noch etwas für mich? Gut, warte. Ja, du hast echt gut geholfen, mein Freund. Hier ist deine Belohnung. Sehr mal, schön. Wo findest du diese Dinge? Ich bin sofort da. Hol die Knarre aus dem Versteck der Anomalie. Alter, wo ist denn die Anomalie? Ach da. Gar nicht gesehen. Oh, es wird heller, Gott sei Dank. Oh, speichern. Ach du Scheiße, ey. Alter, da komme ich doch niemals hin, ey. Boah, ey, da bin ich sofort tot, ey. Jetzt reicht schon, wenn ich deine Schraube drin schmeiße, ey. Oh, komm, beweg dich.
Alter, ich bin fast tot, ey. Boah, ich muss hier raus, ey. Alkohol macht das auch mal. Ja. Mal die Knarre wechseln, ja. Holte von dem Willkommen Informationen über Feng ein. Na gut, dann machen wir das endlich mal. Oh, ein bisschen ausruhen. Cora 91,9, ey. 5400 Rubel ist die wert, ey. Dieser klassische automatische Colt, der alle großen bewaffneten Konflikte des 20. Jahrhunderts mit Bravour gemeistert hat, gehört auch im neuen Jahrtausend noch lange nicht zum alten Eisen. Die durchschnittliche Magazingröße wird durch die mächtige 45 Munition mehr als wettgemacht. Zustand, Jut, Genauigkeit, Schaden, ja. Rückstoß minus 20, Genauigkeit plus 40, Flachheit plus 50, ja. Cool. Na, der ist auch abgekratzt, okay. Ich habe Feng das Ersatzteil gegeben, das wir im Versteck gefunden haben. Er hat geschimpft wie ein Hafenarbeiter und gesagt, dass er uns nicht bezahlen würde, wenn wir ihm die anderen Teile nicht auch noch beschaffen. Wir haben die Sache untereinander besprochen und uns dann entschieden, Vasian mit ihm reden zu lassen. Vasian ist ein verdammt redegewandter Bursche. Und wir haben gedacht, dass er Feng dazu bringen könnte, etwas über das Geld zu verraten. Ich hoffe nur, dass er auf dem Weg dorthin keine Schwierigkeiten bekommt. Oh, das kann nämlich alles raus hier. Ruhig nicht, warte mal. 323, also kann das hier auch raus. Ruhig nicht, wunderbar. Hole von Boten der Müllgraber Informationen ein. Ja, von mir aus. Dann rennen wir da auch mal hin. Ah, der ist da oben. Hey Kumpel, pass auf! Hier wimmelt es von beschissenen Hunden! Kletter auf einen der Felsen, schnell! Okay. Töte die Schattenhunde, also von mir aus. So, und jetzt so? Erschieß sie! Lass mich in Ruhe, verdammt nochmal! Oh, Drecksviecher, ey. Verpisst euch endlich! Macht. Sitz. Na, komm her. Ey, du drängelst. Oh, fuck. Das wird sie lehren, von Orten fern zu bleiben, an denen sie nichts verloren haben. Oh, Mann, ey.
Danke, mein Freund, du hast mich gerettet. Ich heiße Vasian. Stell dir das mal vor. Ich bin auf dem Weg nach Westen, um diesen Stalker einzuholen. Habe dies und jenes im Kopf und wie aus dem Nichts tauchen diese augenlosen Bestien auf. Ich habe 3 Magazine auf diese verfluchten Götter gefeuert. Aber das hat ihnen nichts ausgemacht. Sie sind weitergerannt und haben mich bis hierher gejagt. Jetzt werde ich den Stalker niemals einholen können. Er dürfte schon im dunklen Tal sein. Ich bin ganz Ohr. Tja, Bruder, Müllgräber zu sein ist kein Zuckerschlecken. Was hast du ein Angebot? Ich gebe dir Koordinaten eines kleinen Kiste mit Beute, pass aber gut auf deine Eier auf. Die Strahlung dort ist immens. Nee, danke, ey. Weil dann verreckst du, dann bist du tot, ey. Nee, danke, ey. Folge fängt ins dunkle Tal. Folge fängt ins dunkle Tal. Oh Mann, ey. Müssen wir erstmal gucken, wie wir da hinkommen. Ah, schon eine kleine Ewigkeit her, wo ich das hier gespielt habe, ja. Aber ich weiß genau, wo lang, also keine Panik. So, die Ausdauer mal wieder ein bisschen hochschrauben, ne? Weiter geht's. Warte mal, ich guck mal kurz auf der Karte. Jetzt müssten wir wahrscheinlich das dunkle Tal, okay. Dark Valley wahrscheinlich. Gut, dann rennen wir mal da mal spritzig rein. Bis gleich. Steht unter Quarantäne. Lass deine Waffen fallen und beweg dich ganz lang. Ich würde sagen, machen wir hier erstmal Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten spritzigen Runde weiter. Und wir kommen die Zone auf jeden Fall immer näher. Also haut da rein. Bis dann.